Eine der wunderbarsten Geschichten der Bibel ist die Geschichte, wo unser Heiland einen Mann namens Lazarus wieder vom Tode zurück ins Leben geholt hat. Lazarus war ein Freund von Jesus und nach einer kurzen Zeit der Krankheit starb der Mann. Die Evangelien berichten, dass 4 Tage später kommt der Herr wieder nach Bethanien und erweist sich als Herr über Leben und Tod, indem er Lazarus wieder aus dem Tod zurück ins Leben holt. Ein Wunder, das große Kreise zog, weil Menschen überall berichteten, dass so etwas unvorstellbar Großes geschehen war. Sie kamen, um Lazarus zu sehen und wurden gläubig an Jesus. Als unter den jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Liebe Täuflinge, ich hoffe, ihr habt alle euren Verwandten, Freunden und Bekannten erzählt, was in eurem Leben passiert ist. Und ich hoffe, ihr habt die alle eingeladen, dabei zu sein, damit sie durch euer Zeugnis fragend werden und vielleicht auch diesen Jesus in ihrem Leben einladen werden. Das ist der Sinn von Zeugnisabend. Das ist der Sinn von einem neuen Leben, das der Herr Jesus euch und uns geschenkt hat. Interessant, dass unser Herr Jesus die Menschen, die an Gott und an ihn nicht glauben, in der Bibel tot nennt. Ihr kennt ja den Gleichnis von verlorenen Sohn. Als der Vater seinen Knechten sagte, schlachtete den Kalb und wollte ein großes Fest vorbereiten, Willkommensfest, sagte er, dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Viele können gleich sagen, Moment mal, er ist doch selbst nach Hause gekommen zu seinem Vater. Ja, der war ein bisschen abgemagert und vielleicht roch er nicht so gut, aber der war doch am Leben. Aber die Bibel sagt, nein, dieser, mein Sohn, war tot. Das ist so, wenn man die Verbindung nicht zu dem hat, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, ist man tot. Es gibt reichlich Beispiele, dass man sich selbst für sehr wohl als lebendig bezeichnet. Aber der Herr Jesus nennt den Zustand der Menschen ohne Gott tot. Der Gemeinde in Sardes bescheinigt unser auferstandener Herr ihren Zustand. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Täusch dich nicht. Wenn du brav Woche für Woche hier in der Kirche kommst und keine lebendige Beziehung zu dem Herrn hast, bist du tot. Oder ein anderes Beispiel. Als einer aus der Menge den Herrn Jesus anspricht und sagt, Herr, ich möchte dir gerne nachfolgen. Später. Wenn ich meine Angelegenheiten geklärt habe mit der Erbe und wenn ich meinen Vater zu Ende gepflegt habe, dann kann ich mein Leben dir weihen, sagte der Herr diesem Mann folgende Worte. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber komm und folge mir nach. Es gibt eine geistliche Dimension, die wir nicht sehen und wenn wir nicht gläubig geworden sind, auch nicht akzeptieren wollen. Das wollte ich damals auch nicht. Ich wollte nicht anerkennen, dass ich ohne Jesus tot bin. Aber der Herr hatte Gnade und hat mich ganz persönlich gerufen und mir klargemacht hat, was das wahre Leben ist. Und auch diese Geschwister heute hier haben den Rufen des Heilands gehört. Vielleicht war das nicht so spektakulär wie bei Lazarus damals. Lazarus, komm heraus! Und der Tote marschiert raus. Nein, es geschah vielleicht in der Stille, im Herzen. Aber die werden heute bezeugen, dass der Herr Jesus nicht nur den Sinn für dieses Leben gibt und nicht ein beruhigender Gedanke ist, sondern das Leben. Da gab es zwischen der Schwester von Lazarus und dem Heiland ein kurzes Gespräch, bevor Lazarus zum Leben erweckt wurde. Und mit diesem Gespräch möchte ich den Taufkandidaten viel Freude gleich wünschen bei ihren Zeugnissen. Erzählt, wie ihr zum Leben gekommen seid. Zum Leben, das ewig dauern wird. Mein Gebet
Und mein Wunsch ist, dass viele, die uns heute hören oder sehen, sei es hier im Raum oder in der Übertragung, Sehnsucht bekommen. Sehnsucht bekommen, diesem Jesus anzugehören und das Leben bekommen. Das Leben, was nie aufhört. Ich wollte, dass ihr euch heute zwei Fragen stellt. Habe ich das Leben? Und was würdest du antworten, wenn dieser Herr, Jesus, von dem die Geschwister gleich erzählen werden, dich ganz persönlich ruft? Und jetzt dieses kurze Gespräch. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Jetzt, Kim, du darfst starten. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Kim Lorin Bergmann, ich bin 15 Jahre alt, lebe auch mit meinen Eltern und meinen Geschwistern hier in Espelkamp. Ich bin seit 2 Jahren in dieser Jungschau und in dieser Teenie hier. Ich bin auch sehr dafür dankbar, dass ich auch in einem christlichen Elternhaus aufwachsen durfte. Dementsprechend kannte ich auch die Geschichten, die Taten und die Wunder von Jesus. Ich habe mich auch dementsprechend auch schon früh bekehrt, auch mit 7. Das war aber eher aus Angst einfach, dass ich nicht in den Himmel komme. An diesem Abend habe ich auch mein Leben Gott abgegeben. Ich wurde ein Kind Gottes und wurde von seinem Geist erfüllt. Ich war aber noch klein und deswegen wusste ich noch nicht genau, was das bedeutet. Deswegen haben sich auch an meinen Taten nichts geändert und ich lebte auch normal weiter, besuchte den Gottesdienst, die Kinderstunde und betete auch. 2020 hatte ich so eine Art Phase, wo ich mich einfach leer fühlte. Ich war nicht wirklich glücklich und wusste auch nicht, wohin mit mir. Und hatte auch keine persönliche Beziehung zu und mit Gott. Dann bin ich mit einer Freundin Melody 2020 dann mit zur Jungschar gekommen. Dann sind wir auch relativ schnell in eine Jungschar-Kleingruppe gekommen, die damals noch Helene Epp leitete. Dann, da das mein Hauptproblem war, Beziehungen mit Gott aufzubauen und zu pflegen, hatten wir dann so Themen. Und das allererste Thema oder eines der ersten Themen war auch, eine Beziehung mit Gott aufzubauen. Dann habe ich auch zu Gott gebetet, dass er mir auch einfach hilft, eine aufzubauen und zu pflegen. Dann habe ich auch über Wochen immer zu Gott gebetet und eine Bindung aufgebaut. Und dann wurde mir auch klar, dass auch nur Gott diese Leere füllen kann, dass er mich erfüllt, dass er mir diesen inneren Frieden schenken kann mit dem und auch seitdem ich in einer persönlichen Beziehung mit Gott lebe, wo ich auch jeden Tag aufs Neue lerne und erfahre, dass Gott da ist, dass er für mich da ist und dass er mein persönlicher Retter ist. Aus dem Gehorsamschritt und meinem Glauben vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu bezeugen und zu bekennen, weil ich daran glaube, dass er mein Retter ist, möchte ich mich taufen lassen. Ja, Kim, danke dir für das Zeugnis. Vielleicht ganz kurz eine Rückfrage noch von mir. Wie sieht deine Beziehung zu Gott so im Alltag aus, wenn du ja, jetzt nicht gerade hier vorne stehst oder in der Kirche auf der Bank sitzt oder so? Wie würdest du sagen, lebst du diese Beziehung zu Gott? Also alltäglich ist es so, dass ich auch den Tag auch mit Gott starte und dass auch er mich auch immer begleitet. Also er ist der, der immer bei mir ist, der für mich sorgt und alles in der Hand hält. Ja. Dankeschön. Kannst du dich gerne setzen? Ja, also für alle, die mich nicht kennen, ich bin Leane Wiebe, ich bin 18 Jahre alt, besuche seit einem Jahr die Gemeinde und ich durfte auch in einem christlichen Elternhaus aufwachsen. Dadurch habe ich mich auch recht früh bekehrt, mit circa 6 Jahren. Ich durfte Jesus um die Vergebung meiner Sünden bitten, hauptsächlich, weil ich Angst vor der Hölle hatte und einfach da nicht hin wollte, sondern die Ewigkeit mit Jesus verbringen wollte. Da ich das genauso wie Kim damals auch nicht so wirklich alles ganz verstanden habe, habe ich die Beziehung mit Gott auch nicht komplett konsequent gepflegt. Dann ein paar Jahre später, mit circa 9 Jahren, saßen mein Bruder und ich einmal abends im Wohnzimmer und haben Spiele gespielt. Und auf einmal fing er an, über Heilsgewissheit zu reden und fragte mich auch, ob ich diese habe und ob ich mir sicher bin, dass wenn Jesus eines Tages wiederkommt, ob ich wirklich mir sicher bin, dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringen werde und bei ihm sein werde. Und ich wusste, dass ich diese Heilsgewissheit nicht habe
Und so durfte ich mich nochmal neu aufmachen, also Jesus nochmal erneut um die Vergebung meiner Sünden bitten und einfach mit ihm mein Leben nochmal neu starten. Die Auswirkungen waren darauf jedoch nicht ganz groß. Also ich wusste, ich bin ein Kind Gottes. Ich war auch direkt nach der Bekehrung mit 6 Jahren errettet und ein Kind Gottes. Aber mein Leben, ich habe es nicht so wirklich ausgelebt. Dann kam der Frühling 2020, was mein persönliches geistliches Tief war. Ich hatte damals keine Lust mehr auf Kirchenbesuche und pflegte meine Beziehung zu Gott auch nicht gut. Unternahm meistens auch nur Sachen mit Freunden aus der Schule und pflegte auch nicht die Beziehung in der Jugend, trank auch mit ihnen und ja, rutschte immer weiter in ein einsames, tiefes Loch, fühlte mich nur noch alleine, hatte schlechte Tage, weinte viel und hatte auch keine Lust mehr auf irgendwas. Dann kam der Herbst 2020, da erzählte mir meine Mutter, dass wir bei uns damals in der Kirche, in der GEC, eine Evangelisation mit Christian Kutsch haben werde. Und direkt als sie das sagte, hatte ich eine mahnende Stimme in mir, die mir sagt, okay, Leane, du wirst deine Sünden Gott bekennen müssen, du musst deine Sünden bereinigen und einfach einen Neustart mit ihm wagen. Dann, als die Evangelisation anfing, dann habe ich mich die ersten Tage gar nicht getraut, nach vorne zu gehen. Mein Herz, das fing immer so schnell an zu rasen und ich wollte einfach nicht nach vorne. Ich habe mich auch sehr geschämt dafür. An manchen Tagen bin ich auch gar nicht erst zur Kirche gegangen, damit ich gar nicht erst die Möglichkeit habe, nach vorne zu gehen. Dann kam der Sonntagmorgen, das war der 1. November 2020, das war der letzte Tag der Evangelisation. Da gingen die Leute dann auch schon wieder nach vorne, aber ich blieb sitzen, ich hatte zu große Angst davor. Als die Leute dann schon nach hinten gegangen sind mit den Predigern, um mit ihnen die Gespräche zu führen, hatte ich wieder diese Stimme in mir, die einfach rief, okay, Leane, du stehst jetzt auf. Und ich bin einfach direkt aufgestanden, habe angefangen zu heulen und bin nach hinten mit den Predigern gegangen. Damals durfte ich dann mich neu aufmachen mit meinem damaligen Teenie-Leiter und durfte einfach mit ihm beten und Jesus erneut um die Vergebung meiner Sünden bitten. Und ja, das war so die 180-Grad-Wendung in meinem Leben. Ich durfte einfach spüren, wie meine ganze Last weggenommen war, wie ich auf einmal fröhlich sein durfte und einfach erfüllt von Jesus war. Und seitdem darf ich zu ihm auch eine gute Beziehung führen. Ich darf ihn in mein Leben einbeziehen, in meinen Alltag. Ich erlebe ihn im Alltag. Und ich kann auch mit ihm alles sprechen über meine Sorgen, über meine Ängste, über das, was mich glücklich macht. Ich darf ihm vertrauen. Gleichzeitig stehe ich auch zu ihm, auch wenn es mir oft unangenehm erscheint und ja, für mich bedeutet die Nachfolge auch, Gottes Wort, sein Wort einfach auch weiterzutragen, auch wenn es mir in manchen Momenten unangenehm ist. Genau, dann einige Monate später traf ich mich mit einer Freundin und sie lud mich spontan zur Jugendstunde ein hier in der FEBG, weil sie wusste, dass ich eine Gemeinde suche, in der ich mich taufen lassen möchte. Das hat mir ziemlich gut gefallen, die Jugendstunde, und so bin ich auch ab da jedes Mal mit ihr mitgegangen und dann nahm sie mich auch immer regelmäßiger zu den Bibel- und Gebetsstunden mit und dann kam ich auch immer öfter an den Sonntagen und ja, seitdem besuche ich die Gemeinde hier und durfte in der FEBG auch mein geistliches Zuhause finden und ja, jetzt möchte ich mich aus diesem Grund auch hier taufen lassen, einfach um auch diesen Gehorsamschritt einzugehen, aber auch vor allem der sichtbaren und auch vor allem der unsichtbaren Welt zu zeigen, dass ich zu Gott gehöre und sein Kind sein darf. Und noch abschließend wollte ich sagen, dass so früher, wenn Jugendliche Zeugnisse gegeben haben, so, dann haben sie immer davon geredet, dass sie mega erfüllt sind und so mega glücklich waren. Und dann dachte ich mir einfach immer nur im Stillen, dass es safe nicht so heftig ist, so wie die das immer sagen, sondern einfach so, okay, die hatten einen guten Tag, die haben Gott nochmal neu bekannt, so. Aber dann, als ich das 2020 mit Gott richtig einfach komplett festgemacht habe, es war einfach so eine heftige Freude und Erfüllung. Und ja, ich möchte einfach jedem sagen, der diesen Schritt noch nicht eingegangen ist, der das noch nicht gemacht hat, den möchte ich einfach wirklich empfehlen, bereinige deine Sünden mit Gott und gib dein Leben ihm ganz ab und vertraue ihm einfach in allem, was du tust. Amen. Leane, wenn ich gerade richtig mitgezählt habe, dann hattest du 3 Anläufe, die dich irgendwie in die Nähe Gottes gebracht haben oder deinen Weg zu Gott geführt haben.
Jetzt könnte man ja den Eindruck haben, je öfter, desto besser ist es oder desto sicherer wird es, dass man gerettet ist. Was würdest du sagen, ist das, was dich denn gerettet hat? Auf jeden Fall das erste Mal, als ich mich bekehrt habe. Auch wenn ich nicht alles verstanden habe, war es trotzdem aufrichtig und ich durfte Gottes Kind werden und einfach ihn um Verzeihung meiner Sünden bitten. Genau, gerade vor allem der letzte Aspekt, den du gesagt hast, um Verzeihung der Sünden bitten, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, also dass wir an Gott glauben, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Das ist das, was uns rettet. Es kommt nicht darauf an, dass ich jetzt 5 oder 6 Mal oder 7 Mal irgendwie so eine Begegnung mit Gott hatte, sondern es kommt auf diesen Glauben an. Und diesen Glauben hast du, dass Jesus für dich gestorben ist, für deine Schuld, für deine Sünde und auferstanden ist. Auf jeden Fall. Ja, preis den Herrn. Dann darfst du dich gerne setzen und Milena macht weiter. Ich heiße Milena Derksen, ich bin 15 Jahre alt und gehe gerade in die 10. Klasse. Meine Eltern heißen Edward und Valentina und ich durfte auch in einem christlichen Elternhaus aufwachsen. Ich bin auch Gott dafür sehr dankbar. Wir besuchen jetzt schon ungefähr seit einem Jahr diese Gemeinde und davor waren wir in einer anderen Gemeinde. Ich habe damals schon als kleines Kind gemerkt, dass ich Gott in meinem Leben brauche und habe ihn dann noch in mein Leben eingeladen und habe auch um Vergebung gebeten. Ich wollte einfach zu ihm gehören, aber ich habe das auch nicht so richtig verstanden. Ich hatte nie so eine ernste Beziehung zu Gott gehabt. Ich bin aber trotzdem immer zur Kirche und zur Kinderstunde gegangen. Und dann ein paar Jahre später hatte ich dann Zweifel bekommen, ob mir wirklich alles vergeben ist. Ich dachte immer, dass mir nur das vergeben ist, worum ich auch um Vergebung gebeten habe. Aber dann hat mir das jemand erklärt, dass das ein komplett falsches Denken ist und dass Gott mir schon längst alles vergeben hat. Und dann ein paar Monate danach habe ich mich dann neu aufgemacht, weil ich merkte, dass ich eine Beziehung mit Gott brauche. Und dass ich jemanden in meinem Leben halt auch teilhaben lassen muss und habe ihn dann auch um den Heiligen Geist gebeten. Und ich habe auch diese innere Freude gespürt und war irgendwie auch so erfüllt. Dann hat es auch angefangen, dass ich mehr Bibel lese und auch bete. Und dann kurz nach dem Gemeindewechsel hat Markus Penner uns zu dem Bibelleseplan eingeladen in der Teenie. Und da habe ich dann auch mitgemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich Motivation brauche zum Lesen und auch jemanden, der mich immer wieder daran erinnert, dass ich dieses Bibellesen auch brauche. Es gab dann aber auch oft Situationen, wo ich Gott vertrauen musste und auch loslassen musste. Und Gott war aber immer bei mir und hat mir dann auch immer wieder geholfen. Und Gott nachzufolgen bedeutet für mich, dass ich mich auf ihn verlassen kann und seinen Willen tue. Auch wenn es schwierig ist und ich auch diese Wege oft nicht verstehe, weiß ich, dass es der richtige Weg ist. Und dass ich ihm auch jeden Tag aufs Neue die Kontrolle gebe und auch Gemeinschaft mit ihm habe. Und deswegen möchte ich mich auch taufen lassen, weil ich auch bezeugen möchte, dass ich zu Gott gehöre und auch diesen Gehorsamsschritt gehen will. Und ja. Ja, Milena, vielen Dank dir für dein Zeugnis. Du wirst dich ja jetzt taufen lassen, das ist der Wunsch am Sonntag, und dann wirst du ja auch Teil der Gemeinde werden. Was ist so deine Vorstellung oder dein Wunsch an das Leben, das Mitleben in der Gemeinde? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Auf jeden Fall, dass ich auch mit anderen Christen auch Gemeinschaft habe und auch, dass man sich immer wieder gegenseitig im Glauben so ermutigt und auch so zusammen diesen Weg auch geht. Also dieser Aspekt der Gemeinschaft, ne, der steckt ganz stark in der Gemeinde drin, das ist ja auch in dem Wort schon mit drin. Und wenn du dich in unserer Gemeinde und in anderen Gemeinden umschaust, das ist immer ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Menschen, die im gewöhnlichen Leben so wahrscheinlich nicht zusammenkommen würden. Und das macht gerade auch diese Stärke aus, dass Gott uns zusammenbringt als so unterschiedliche Menschen mit Stärken und Schwächen, mit ganz unterschiedlichen Begabungen. Und ich wünsche dir, dass du wirklich gut in die Gemeinde hineinkommst, dich gebrauchen lassen kannst und auch viel Segen von den anderen erleben kannst. Ja. Kannst dich setzen. Steffi. Albert hat gesagt, es beruhigt, wenn man so in die Menge guckt. Also noch nicht. Ich hoffe, das kommt gleich noch. Ich bin die ein bisschen älter ist hier. Ich könnte ungefähr die Mutti von allen hier sein. Deswegen zu mir. Also ich bin Stefanie Peters, geborene Epp. Ja, meine Eltern, ich weiß gar nicht, ob man das im Alter noch sagt, aber damit ihr mich zuordnen könnt, meine Eltern sind Johann und Lilly Epp. Ich bin verheiratet mit Isaac Peters. Wir haben 2 Kinder. Und jetzt einmal zu meinem Glaubensleben.
oder erstmal davor besser gesagt, also ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, ich bin schon immer zur Kirche gegangen, ich kenne das Ganze. Für mich war das aber halt einfach wirklich ganz normal. Also ich bin zur Kirche gegangen, zur Kinderstunde gegangen, zur Jungschar, Teenie, weil man das so muss und auch weil da meine Freunde einfach waren. Und ja, es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich hatte einfach keine Beziehung zu Jesus. Ja, dann kam bei einer Teenie-Stunde war es bei mir so, da war das Thema, ich nenne es mal Licht und Finsternis, da war in der Mitte so ein Kreuz und links und rechts waren alles richtig schön dekoriert. Also eine Seite war weiß und die andere Seite war schwarz. Und dort ist mir zum ersten Mal richtig aufgefallen, dass ja, ich lauwarm einfach bin. Ich lebe zwar ein christliches Leben, aber ich habe keine Beziehung zu Jesus und das kann so nicht weitergehen. Dort wurde ich wirklich von Gott angesprochen, er hat mein Herz berührt, ich bin nach vorne gegangen, habe um die Vergebung meiner Schuld gebeten, bin dort auch sein Kind geworden und ja, dann war es bei mir einfach so, dass auch die erste Zeit lief es ganz gut, wie es wahrscheinlich bei vielen Neubekehrten dann ja auch so ist. Dann, wo dann das Thema Taufe so mit 16 ungefähr aufkam, habe ich mich dagegen entschieden, gegen die Taufe, weil ich gesagt habe, ja, ich bin einfach noch nicht perfekt genug. Ich hatte in meinem Kopf einfach so einen Regelkatalog, wie ein perfekter Christ sein muss. Und das habe ich einfach nicht erfüllt. Ja, und habe mich auf jeden Fall dann dagegen entschieden und habe einfach mein Leben so weitergelebt. Ja, das ging wirklich eine ganze Zeit lang so. Und dann war 2010 nochmal so eine Phase, da hat mich Gott wirklich extrem zu sich hingezogen. Ich bin auch hier dann zur Bibelstunde gegangen und wollte sehr viel von seinem Wort wissen. Habe sehr viel aufgesaugt, da halt auch in zu dem Zeitpunkt, habe mich auch zum Taufunterricht angemeldet damals, habe auch den kompletten Taufunterricht durchgenommen und habe mich dann wieder dagegen entschieden, gegen die Taufe, weil ich dann gesagt habe, ja, bei mir läuft es jetzt ja, das passt so fast mit dem perfekten Christen, aber die Gemeinde passt nicht perfekt zu mir. Da habe ich halt die nächste Ausrede gefunden und habe mich dagegen entschieden. Ja, als Konsequenz habe ich dann für mich gesagt, gut, wenn die Gemeinde nicht zu mir passt, ich möchte mich aber taufen lassen, suche ich mir eine andere Gemeinde. Ich war in sehr vielen Gemeinden hier in der Umgebung, war damit auch wirklich viele Sonntage beschäftigt, mir die Kirchen anzugucken und habe natürlich am Ende keine perfekte Gemeinde gefunden für mich. Und dann lief mein Leben wieder einige Jahre einfach so weiter. Ja, und jetzt im vorletzten Jahr war das bei mir einfach, dass ich mich sehr viel mit dem Thema Endzeit beschäftigt habe. Was sind so die Zeichen der Zeit eigentlich und was sagt die Bibel dazu? Ich habe die Offenbarung ein paar Mal durchgelesen und ja, dabei ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass eigentlich nur eins wichtig ist und zwar, ob ich dabei bin. Und ganz ehrlich, diese Frage konnte ich mir nicht mehr richtig beantworten. Ich habe einfach festgestellt, dass ich Jesus viel zu wenig Raum und Zeit in meinem Leben gegeben habe. Das habe ich dann auch irgendwann korrigiert. Ich habe Gott nochmal um Vergebung gebeten für meine Vergangenheit und wollte diesmal auch alles jetzt richtig machen. Und ja, ich habe mich mit sehr vielen Leseplänen und so weiter auch beschäftigt, habe sehr viel Zeit auch mit ihm jetzt verbracht in letzter Zeit. Und ja, ich habe für mich einfach festgestellt, dass ich ihm einfach gehorsam sein möchte. Ich habe auch nach dem Willen für sein Leben, für mein Leben, wollte ich von ihm gerne wissen. Und dann war es mir halt auch klar geworden, ich werde alles nicht gleich begreifen. Ich muss einfach im Kleinen gehorsam sein. Und in der Bibel steht, in Matthäus 28, 19 bis 20, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehret sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich möchte einfach gehorsam sein und deswegen möchte ich mich taufen lassen. Ja, Steffi, wenn ich mich nicht ganz täusche, sind wir der gleiche Jahrgang. Deswegen konnte ich sagen, dass nur junge Leute hier vorne sind heute. Alles gut, weiß ich. Wollte mich ja nicht selbst in die Pfanne hauen. Steffi, du hast in deinem Zeugnis gesagt, dass du am Anfang so dieses Regeldenken gehabt hast. Ne? Also ich muss das und das und das alles erledigt haben, um ein guter Christ zu sein. Wie würdest du denn heute jemandem begegnen, der dieses Denken hat? Was würdest du dieser Person sagen, worauf es denn eigentlich wirklich ankommt? Also ich würde ihm zuerst ein Buch empfehlen, das hat mir Gerd empfohlen, Neues Leben, neue Identität, das ist so gut, das Buch. Es macht wirklich frei von dieser Gesetzlichkeit. Also es ist halt ja die Sache, ich möchte ja Gott dienen, nicht damit er mich liebt, sondern ich will
etwas für ihn tun, weil er schon alles für mich getan hat. Und deswegen Regeln in dem Sinne gibt es halt keine. Ja, außer dass ich halt um Vergebung beten muss, aber das ist ja das Erste. Und ansonsten ist man frei. Und Gott schenkt Veränderung. Da, wo es notwendig ist, schenkt Gott dann im Nachgang. Er arbeitet an uns und schenkt diese Veränderung, macht uns ihm immer ähnlicher. Ne? Genau, ja, danke für dein Zeugnis. Ja, danke. Ja, hallo, ich bin Leonie Litter und ich bin 16 Jahre alt. Ich bin auch in einem von klein auf in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe auch regelmäßig die Gottesdienste, Kinderstunden, Jungschau und auch die Teenie besucht. Im Jahre 2013 habe ich mich dann während den Mathehausaufgaben zu Hause nach einem intensiven Gespräch über die Endzeit mit meiner Mama bei meinem Papa bekehrt. Und ja, wir haben über die Endzeit gesprochen, weil das Thema davor im Gottesdienst war und es hat mich halt ziemlich eingeschüchtert und bewegt. Ich hatte nie wirklich so davor über mein Leben nachgedacht mit Gott und ich habe eigentlich immer das getan, was mir vorgeschrieben wurde und habe versucht, gehorsam zu sein. Ja, mir wurde dann bewusst, wie schlimm die Endzeit werden wird und ich hatte echt Angst, dass ich das auch alleine durchleben musste. Und meine Mama hat dann zu mir gesagt, dass für uns Christen die Endzeit nicht schlimm werden würde, weil wir wissen, was danach auf uns wartet, also was viel, 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 viel Schöneres. Und zwar das Leben mit Jesus und Gott in der Endzeit. Und ja, ich hatte halt schrecklich Angst und bekehrte mich aus dieser heraus zu Gott. Und danach konnte ich auch in Ruhe einschlafen und die Angst wurde mir auch zu dieser Zeit genommen. Aber ich hatte an diesem Abend nicht mein komplettes Leben Gott abgegeben und mit der Zeit schwächte auch mein Glaubensleben ab, da ich es auch nicht pflegte und auch nicht für Gott lebte. Am 17.12.2015 fand dann eine Evangelisation in der Gemeinde statt und ja, ich war halt eigentlich so mit meinen Gedanken ganz woanders und bin fast eingeschlafen und hörte auch gar nicht zu, bis zu dem letzten Satz von dem von der Predigt dann. Und zwar fragte der Prediger eine Frage in den Raum. Wenn Gott heute auf die Erde kommen würde, würde er dann sagen, komm mit, mein liebes Kind, nach Hause und würde dich fest in den Arm nehmen oder würde er zu dir sagen, ich kenne dich nicht? Wärst du dann bereit, vor Gott zu stehen und für deine Taten zu verantworten? Und ja, in diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich keine enge, sondern eine lauwarme Beziehung mit Gott führte und dass ich nicht sein Kind war. Ich würde zurückbleiben, da regelmäßige Gottesbesuche mich nicht retten würden. Ich kämpfte innerlich mit mir selber und es zerriss mich, bis ich es nicht mehr ertragen konnte und ging nach vorne zu einem der Diakone und schüttete mein Herz aus und gab mein Leben völlig und ganz Gott. Ich fühlte mich danach befreit und sicher. Ich war komplett erfüllt und hatte so viel Lebensfreude wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich entschied, mein ganzes Leben Gott zu überlassen und ihm mein Herz zu übergeben. Natürlich gibt es nicht nur Hochs im Glauben und man wird auch oft geprüft und versucht. Und so erlebte ich mein richtiges Tief, als ich 13 Jahre alt war. Meine Eltern verließen unsere Kirche, also die MBG, und mein Leben drehte sich so um 180 Grad. Ich verlor meine Freunde und einen Teil meiner Familie, die mir sehr wichtig waren. Wir fingen auch an, hier die FEBG zu dieser Zeit zu besuchen und ich fühlte mich auch hier wohl. Aber trotzdem nahm ich das alles ziemlich mit und ich kämpfte mit mir selber. Ich kam richtig ins Zweifeln. Ich fühlte mich auch nicht mehr wohl in meinem eigenen Körper und fing auch an, ihn nicht mehr wertzuschätzen. Ich brauchte ziemlich lange, um aus diesem Tief rauszukommen, aber Gott schenkte mir die Kraft und die Ermutigung durch liebe Menschen und ich schaffte es mit Gottes Hilfe. Besonders half mir dabei der Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Dieser Vers begleitete mich durch diese schwierige Zeit und ich fühlte mich wieder geliebt und wertgeschätzt von Gott. Gott schenkte mir auch hier viele neue Freunde und segnete mich und ich fühlte mich hier schnell zu Hause. Ich darf immer weiter wachsen in meinem Glaubensleben und mir ist zu 100% bewusst, dass ich nicht mehr ohne Gott leben möchte und auch nicht mehr kann. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, es festzumachen, dass ich mit Gott lebe und auch weiterleben möchte. Ich möchte am Sonntag mit ihm einen Bund eingehen, den ich nicht mehr und auch niemand anders trennen kann, wodurch ich auch ein Zeugnis für meine Mitmenschen sein möchte durch den Glauben, Gott und den Heiligen Geist in mir. Aus diesem Grund möchte ich mich taufen lassen, um der unsichtbaren und sichtbaren Welt zu zeigen, dass ich Gottes geliebtes Kind bin.
Leonie, ich bin dir dankbar für dein Zeugnis, weil du mir als Lehrer die Legitimation gegeben hast, den Schülern weiterhin Hausaufgaben aufzugeben, weil man ja anscheinend bei den Hausaufgaben über die wichtigen Fragen des Lebens nachdenkt. Ja. Das finde ich schön. Werde ich am Freitag gleich wieder anwenden. Du hast eben davon gesprochen, dass du ein Kind Gottes bist. Ja. Wenn jetzt irgendjemand, der mit dem Glauben, mit der Bibel gar nichts am Hut hat, so diesen Ausdruck hört, ja, ich bin ein Kind Gottes, dann klingt das schon ein bisschen seltsam vielleicht, ein Kind von Gott zu sein. Hey, was ist das eigentlich? Wie würdest du, oder was würdest du dieser Person sagen, was das bedeutet für dich? Ja, Gott ist wie ein Vater für mich, der mich beschützt, der mich durch alles durchträgt und der mich auch unterstützt in meinem Glaubensleben und in meinem ganzen Leben. Und er nimmt sozusagen, also er ist wie ein Vater für mich, er hat auch seinen Sohn an das Kreuz geschickt und der ist dafür für mich gestorben und deswegen bin ich seine Tochter, seine Königstochter. Ja, genau. Dieses Bild wird in der Bibel immer wieder verwendet, dass Gott unser Vater ist, dass er wie ein Vater ist, er sich wie ein Vater um seine Kinder kümmert, um seine Familie. Und ich finde dieses Bild auch genial und deswegen finde ich das auch sehr schön, dass wir dieses Bild gebrauchen. Wir sind Kinder Gottes, nicht irgendwelche Mitläufer, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir sind sozusagen adoptiert von ihm, aufgenommen in seine Familie und das ist großartig. Danke dir für dein Zeugnis. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Melody Joy Nicke, ich bin 15 Jahre alt und bin die älteste Tochter von David und Victoria Nicke. Die sind auch hier in der Gemeinde. Ich bin auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe aber nie wirklich eine Beziehung zu ihm geführt, also er hatte nie wirklich eine große Rolle für mich. Ich habe mich dann mit 7 Jahren dann doch bekehrt, habe Jesus meine Sünden bekannt und ihn einfach in mein Leben eingeladen, aber nur, weil ich Angst hatte, dass ich sonst nicht in den Himmel kommen würde. Ich lebte danach genauso weiter wie davor, ohne Gott eine große Rolle in meinem Leben zu geben. Ich ging dann aber weiter zu den Gottesdiensten, zur Kinderstunde und kam dann auch irgendwann mit 13 in die Jungschar und kurz danach begann dann das Jahr 2019. Und da merkte ich einfach, dass ich langsam irgendwie alles so hinterfragte. Das war anfangs noch so ein paar Fragen und die Fragen wurden immer mehr und immer tiefgründiger und haben mich dann auch irgendwann richtig belastet. Die Fragen wurden immer schlimmer und haben mich einfach in meinem täglichen Alltag einfach begleitet. Und ich kam dann auch an die Frage, was denn der Sinn des Lebens ist und warum ich überhaupt lebe. Und mit dieser Frage habe ich mich sehr lange beschäftigt. Und die hat mich dann auch einfach so belastet, dass ich dann in meinem Zimmer weinte und zu Gott flehte und ihm einfach sagte, dass ich das alleine nicht mehr hinkriege, dass ich keine Antworten finde und einfach nicht weiß, warum ich lebe. Und ab dem Punkt merkte ich dann einfach, wie Gott anfing, an mir zu arbeiten. Ich bekam eine Erfüllung und einen unglaublichen Frieden. Ich habe einfach nochmal ganz anders erkannt, was es heißt, dass Gott wirklich für mich gestorben ist und dass er mich angenommen hat und dass er mir auch wirklich helfen will. Ich kam dann in die Jungscher Kleingruppe, die hat damals Helene Epp geleitet und da konnte ich einfach meinen Glauben festigen und nochmal ganz neu erkennen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Dass es heißt, immer dazu zu lernen und Gott zu vertrauen, weil er wirklich den besten Plan hat immer und dass er der wahre Sinn in meinem Leben sein sollte. Gott hatte einen Sinn, der mich schon damals zu einem neuen Menschen gemacht und mir die Sünden vergeben und mir ein ewiges Leben geschenkt. Und Christsein bedeutet für mich deswegen auch einfach die Liebe Gottes weiterzugeben, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben und anderen weiterzuerzählen, was ich mit Gott erlebt habe, dass er wirklich der wahre Sinn des Lebens ist und Frieden schenken kann und zu zeigen, dass ich zu Gott gehöre. Und deswegen möchte ich mich taufen lassen, um der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu zeigen, dass ich zu Gott gehöre und dass er mich gerettet hat. Melody, du hast etwas angesprochen, was, glaube ich, immer wieder in unserem Leben, auch gerade als Christen, zutage tritt. Und zwar hast du von diesen Zweifeln gesprochen, Hinterfragen, Dinge, die du gelernt hattest, von denen du überzeugt warst, die du geglaubt hattest, da kamen auf einmal Fragen auf. Und das passiert bei uns allen im Leben immer wieder,
dass wir Dinge hinterfragen, dass Dinge vielleicht irgendwie unklar werden oder so für uns. Wie würdest du in Zukunft mit solchen Zweifeln umgehen oder in der letzten Vergangenheit vielleicht, wenn du Zweifel hattest, was ist der Weg für dich, um mit diesen Zweifeln sinnvoll und gut umzugehen? Also damals habe ich versucht, das selber zu regeln, einfach diese Fragen zu verdrängen. Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, dass es einfach viel leichter ist, damit zu Gott zu kommen, wenn man weiß, dass er einem auch wirklich helfen möchte. Also immer wieder die Nähe zu Gott suchen im Gebet. Was man noch hinzufügen könnte, ist auch im Wort Gottes zu lesen, weil wir uns da genau schwarz auf weiß auf das berufen können, was Gott uns gesagt hat. Wenn er sagt, er ist bei uns und wir fühlen das vielleicht gerade in dem Moment gar nicht, dann können wir uns darauf berufen und sagen, Gott, du sagst doch, du bist mit uns, lass es mich spüren, trag mich hindurch, zeig mir einen Ausweg, wie auch immer, was gerade dran ist. Und in diesem Gebet, glaube ich, dass Gott uns eben genau dahin durchführen wird, auch durch Zeiten des Zweifels, die in deinem Leben wiederkommen werden, bestimmt, und bei uns auch immer wieder da sind. Und ich wünsche dir, dass du dich da wirklich ganz fest an Gott halten kannst und an sein Wort. Danke für dein Zeugnis. Als nächstes ist Jenny dran. Ich bin Jenny Freier und ich bin 16 Jahre alt. Meine Mutter Olga Freier ist hier auch Gemeindemitglied und mein Vater geht nicht in die Kirche. Und ich ging schon, seitdem ich denken kann, zur FEBG. Ich besuchte die Kinderstunde, die Jungschar, Teenie und jetzt auch die Jugend. Vor meiner Bekehrung habe ich also schon immer an Gott geglaubt und mir war von klein auf auch bewusst, dass Gott existiert, mich liebt und auch mein Schöpfer ist. Jedoch war mir bis dahin nicht bewusst, dass ich ein Sündiger bin. Und im SB-Camp 2016 hat mir dann meine Gruppenleiterin erklärt, dass ich nur durch Jesus Gottes Kind werden kann, indem ich meine Schuld vor ihm bekenne. Zu dem Zeitpunkt dann war mir auch bewusst, dass ich viele Fehler mache und gegen den Willen von Gott handle. Und ein paar Wochen später habe ich dann intensiv auch darüber nachgedacht, ob ich ein Leben mit Gott führen möchte, und mir war die Antwort bewusst, nämlich ja. Und also habe ich dann zu Jesus gebetet und ihm offengelegt, dass ich weiß, dass ich ein Sündiger bin, und ich habe ihn daraufhin auch gebeten, mir meine Schuld zu vergeben. Und als ich dann meine Sünden vor Jesus bekannt gemacht habe, dann habe ich mich danach so erlöst und frei gefühlt von Schuld. Und nach meiner Bekehrung habe ich auch gemerkt, dass ich eine viel tiefere Beziehung jetzt zu Gott führe. Und ich wusste jetzt auch, dass ich Gottes Kind bin und dass der Heilige Geist mir auch ein neues Gewissen schenkte. Doch 2020 wandte ich mich dann immer mehr von Gott ab. Ich habe nicht mehr so oft stille Zeit gemacht. Ich habe nur noch kaum die Bibel gelesen, weniger zu Gott gebeten, und ich wandte mich immer mehr der Welt zu, den weltlichen Dingen. Und ich habe meine Erfüllung nicht mehr in Gott versucht zu finden, sondern in den weltlichen Sachen, wie zum Beispiel Alkohol. Doch ich merkte schnell, dass diese Dinge mich niemals so erfüllen können, wie Jesus es getan hat und tut. Ich wurde nur noch unglücklicher, ich bekam Ängste und ich fühlte mich immer mehr von ihm getrennt, je mehr ich mich der Welt zuwandte. Und ich habe mir damals gedacht, dass ich noch viel Zeit habe, um ein guter Christ zu werden, und ich lebte deshalb nur noch lauwarm. Ich ging trotzdem noch zum Gottesdienst, und doch in meiner Freizeit lebte ich fast ganz ohne Gott. Doch öfters wurde ich dann mit der Frage konfrontiert, ob ich dafür bereit wäre, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde. Und mir war die Antwort klar, nämlich nein. Im Herbst 2021 machte ich mich letztendlich neu auf, weil ich wusste, dass ich nicht ohne Jesus so weiterleben konnte. Und ich wandte mich dann von den weltlichen Dingen komplett ab, und ich habe mich dafür entschieden, mein Leben komplett an Jesus zu geben. Und für mich bedeutet die Nachfolge Jesu in meinem Leben, dass ich mich voll und ganz auf ihn verlassen kann und nach seinem Wort auch leben möchte. Und dass ich darauf vertrauen kann, dass er immer für mich da ist, auch wenn es mir mal nicht so gut geht. Und in diesen Zeiten, dass er trotzdem die richtigen Wege für mich vorbereitet hat. Und ich möchte mich taufen lassen, da Jesus gesagt hat, dass wir uns taufen lassen sollen nach der Bekehrung. Und ich möchte damit der sichtbaren und der unsichtbaren Welt auch bezeugen, dass ich Gottes Kind bin. Ja, Jenny, du hast davon berichtet, dass du dich
bekehrt hast. Das heißt, du hast also in frühen Jahren, dass du deine Schuld bekannt hast und dadurch ein Kind Gottes geworden bist. Was das ist, haben wir ja gerade schon geklärt. Also du bist ein Kind Gottes geworden. Und dann im Laufe der Zeit sind so einige Dinge auch passiert in deinem Leben, ja, die man als Sünde oder die die Bibel als Sünde bezeichnet, obwohl du ja Christ warst, obwohl du ja gläubig warst und das Leben eigentlich mit Gott geführt hast. Also scheint es ja so zu sein, als ob in unserem Leben als Christen auch immer noch Sünde sein kann. Und das ist ja definitiv der Fall. Keiner von uns ist sündlos, auch wenn uns die Schuldfrage generell geklärt wurde. Aber was ist denn aus deiner Sicht so der richtige Umgang jetzt damit, wenn man im Leben feststellt, oh Mann, irgendwie das, was ich gerade tue, wie ich handle, das passt nicht zu dem, was die Bibel eigentlich von mir möchte. Das ist Sünde in meinem Leben. Was ist so der richtige Umgang, den du da für dich entdeckt hast in der Bibel? Also wenn ich gemerkt habe, dass ich sündige oder dass das, was ich gerade tue, falsch ist, habe ich erstmal zu Gott darüber gebetet. Und so für so Sünden sind meistens ja eh jetzt die trennen einen ja eher von Gott. Und als Christ möchte man ja nicht getrennt von Gott sein. Und ich wollte diese Nähe zu ihm nicht verlieren und will es auch immer noch nicht. Und deswegen versuche ich mich von den Sünden so abzuwenden. Ja, genau, das ist der Weg. Also zu Gott zurück, sich zu Gott zu wenden, Gott um Vergebung zu bitten für das, was man getan hat und gleichzeitig sich dann davon zu distanzieren. Und genau, das ist der biblische Weg, wie wir mit Sünde umgehen sollen. Also beim Namen nennen vor Gott und dann eben die Finger davon lassen. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns allen für unser Leben, dass wir da wirklich konsequent sind. Dass wenn wir merken, da ist in unserem Leben etwas, was nicht der Bibel entspricht, nicht Gottes Willen entspricht, dass wir dann da wirklich Reiß ausnehmen aus dieser Situation und mit Gottes Hilfe auch in Zukunft davon bewahrt bleiben. Danke dir für dein Zeugnis. So, dann sind wir fast am Ende. Als Vorletztes ist jetzt Leonie Riesen dran. Bitte. Ja, ich bin Leonie Christine Riesen. Ich bin 15 Jahre alt. Meine Eltern sind Woldi und Lena Riesen und die gehen auch in die Gemeinde, in die FEBG Lübbecke. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufwachsen konnte. Und dadurch habe ich auch Gott früh kennengelernt. Und ja, ich wusste auch von den Geschichten aus der Bibel, wie er ist. Und ich wusste, dass er der richtige Weg ist. Aber ich habe keine richtige Beziehung zu ihm geführt. Ich bin nur zum Gottesdienst gegangen. Dann mit circa 7 Jahren habe ich mich bekehrt. Ich habe meine Sünden bekannt und ja, mein Leben komplett Gott anvertraut. Aber das war auch nur so aus Angst davor, nicht in den Himmel zu kommen, sondern verloren zu gehen. Und ich hatte damals nicht verstanden, was es heißt, wirklich diese Beziehung zu Gott zu führen und ja, mit ihm zu leben und sich nicht einfach nur als Christ zu bezeichnen. Und danach bin ich nach der Bekehrung weiterhin zum Gottesdienst gegangen, habe die Kinderstunde besucht, ganz normal, aber hatte immer noch nicht diese Beziehung mit ihm. Das ging dann sehr lange so, bis 2020, da habe ich immer mehr gespürt, wie Jesus zu mir gesprochen hat und durch verschiedene Predigten, durch Lieder, durch Themen der Teenie, aber ich habe darauf ihm keine Antwort gegeben, sondern habe halt trotzdem genauso weitergelebt wie davor. Dann im März 2021 bekam ich dann einen Anruf von Helene Epp und sie hat mich eingeladen, in diese Jungschar-Kleingruppe zu kommen, wo auch schon einige Mädchen drin waren. Und ich habe dann zugesagt, bin auch hingegangen und wir haben ein Buch durchgenommen, wo es speziell darum ging, in der Nachfolge mit Jesus zu leben. Und das hat mich so angesprochen, weil ich davor nie so richtig verstanden habe, was es heißt, in der Nachfolge zu leben. Also wirklich Jesus mit ihm zu leben und für ihn zu leben und das auch den anderen Menschen in der Welt zu zeigen. Und ich habe darüber sehr viel nachgedacht und habe es dann auch angefangen umzusetzen und bin ihnen immer näher gekommen, habe wieder angefangen in der Bibel zu lesen, zu beten und dadurch, weil ich einige Freunde in der Jungschar-Kleingruppe hatte, bin ich dann auch, habe ich dann angefangen, die Espelkamper Teenie hier zu besuchen, weil ich davor ja noch in Lübbecke war. Im Mai 2021 gab es dann eine Zeit in meinem Leben, wo es mir nicht so gut ging. Ich habe mich sehr leer gefühlt, hatte kein Ziel, ich hatte keine Motivation, und habe sehr oft geweint, ich bin nicht mehr zur Schule gegangen und ich habe es einfach nicht alleine daraus geschafft und mir konnte auch keiner wirklich helfen. Und dann habe ich mich an Gott gewendet, ich habe ihm alle meine Probleme gesagt, ich habe ihm die abgegeben.
ja, habe Hilfe bei ihm gesucht und habe einfach so einen Frieden bekommen und es wurde langsam besser und irgendwann mal war ich komplett aus dieser Phase, sag ich mal, raus und hatte einfach wieder so Freude gespürt und das war der Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich mich dann komplett neu aufgemacht habe und gemerkt habe, ich muss wirklich ein Leben mit Jesus führen und für ihn führen und dass ich jeden Tag aufs Neue einfach ja, aufstehe und einfach für ihn lebe und da habe ich dann mein Leben komplett neu ausgerichtet und seitdem lebe ich auch mit Jesus und ich spüre jeden Tag einfach diesen Frieden, den er mir gibt. Seit August besuche ich jetzt auch diese Gemeinde hier und gehe auch in die Teenie und ja, ich spüre einfach, wie er mich trägt und wie er für mich da ist und ich weiß, dass er für meine Sünden gestorben ist und ich habe diese Heilsgewissheit, ich weiß, dass ich errettet bin und ich darf ihn einfach jeden Tag erleben und ich darf erleben, wie ja, er mich führt und ich kann mit ihm leben und deswegen will ich mich jetzt auch taufen lassen, um diese Entscheidung nochmal festzumachen, um anderen Menschen das zu zeigen, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich zu Jesus gehöre und als gehorsamen Schritt, weil Jesus uns das aufgetragen hat. Ja, Leonie, ich kenne dich ja auch aus der Schule, genauso wie die drei hier vorne auch. Und wenn man in der Schule über den Pausenhof läuft und euch drei sieht, dann könnte man meinen, ihr seid unzertrennlich. Wenn ich es gerade richtig beobachtet habe, habt ihr auch alle drei die gleichen Schuhe gerade an. In der Schule habe ich hin und wieder schon mal gehört, die Drillinge sind da irgendwo. Also die sind da wirklich auch unzertrennlich. Jetzt wollen die beiden sich auch taufen lassen und du auch. Jetzt könnte man ja meinen, du tust das vielleicht, oder die, weiß ich nicht, aber ich stelle dir jetzt die Frage, du tust das, weil deine Freundinnen das auch tun. Was würdest du darauf antworten? Also natürlich gibt das einem nochmal diesen Mut, wenn man weiß, die eigenen Freunde sind auch dabei und die lassen sich auch taufen. Aber ich mache es aus meiner eigenen Überzeugung, weil ich es einfach selber gespürt habe in meinem Leben und weil ich davon überzeugt bin, dass ich gerettet bin und diesen Schritt auch gehen möchte. Weil es eine Sache zwischen dir und Gott auch ist, ne? Ja, sehr schön. Freut mich. Darfst dich gerne setzen. Und wir kommen zum letzten Zeugnis und zum einzigen Mann heute, der uns davon berichtet. Avi, komm bitte nach vorne. Ja, guten Abend. Mein Name ist Avi Engbrecht. Ich bin 18 Jahre alt und ich wohne in Bad Essen. Ich bin der Sohn von Lisa und Viktor Engbrecht und ja, ich bin auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe schon somit früh von Gott gehört, habe die Gottesdienste besucht, habe die Kinderstunden besucht und somit war der Glaube an Gott für mich schon immer selbstverständlich und gehörte zum Leben dazu und den Glauben an Gott habe ich auch nie angezweifelt. Genau, im Frühjahr 2011, also im Alter von 9 Jahren, lag ich eines Abends im Bett. Und dann kam mir der Gedanke in den Kopf, was mit mir passieren würde, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde und ob ich dann gerettet wäre. Und mich überkam dann eine sehr starke innere Unruhe und ja, ich war mir bewusst, dass ich dann nicht bereit wäre. Genau, und irgendwann habe ich es dann nicht mehr ausgehalten und bin dann einfach nach unten zu meiner Mutter gegangen und die war dann noch am Spülen. Und wir hatten ein sehr gutes und intensives Gespräch miteinander und in diesem Gespräch ist mir klar geworden, dass ich von Grund auf ein sündiger Mensch bin und mir dieses fromme Leben, wenn ich die Gemeinden und Gottesdienste besuche, dass mir das an sich nichts bringt. Und so durfte ich mit meiner Mutter zusammen beten und Jesus um die Vergebung meiner Schuld bitten. Und ja, da fiel mir wirklich so eine sehr große innere Last von der Schulter, sage ich jetzt mal. Und ich war mir bewusst, dass mir vergeben worden ist. Und ja, dann im Laufe der Zeit wurde mein Glaubensleben jedoch immer lauer und Gott spielte nur noch eine nebensächliche Rolle in meinem Leben. Und das ging so lange, bis mein Vater dann im Jahr 2018 kurz vor seiner großen Israel-Reise die Krebsdiagnose bekommen hat. Das war anfangs natürlich ein sehr großer Schock für uns alle und für mich persönlich auch. Aber rein medizinisch sah die Aussicht auf Heilung sehr vielversprechend aus. Und mit Gott im Rücken konnte da sowieso nicht viel passieren, dachte ich mir. Und ja, so wurde mein Glaubensleben wieder intensiver und ich fing wieder an, sehr regelmäßig zu beten. Und ich habe dann zu Gott gebetet, Herr, wenn es dein Wille ist, dann mach meinen Vater wieder gesund. Und ich habe mir immer gedacht,
warum sollte es nicht Gottes Wille sein? Also was spricht dagegen? Und so war ich mir immer hundertprozentig sicher, dass mein Vater wieder gesund wird. Selbst als die Diagnose und sich der Krankheitsverlauf immer mehr verschlechtert hat und er sich mit der Zeit dann auch irgendwann als unheilbar krank herausgestellt hat, war ich mir sicher, dass das Wunder noch irgendwann passieren wird und dass er wieder gesund wird. Ja, und dann Anfang 2020 verstarb er. Und die erste Zeit habe ich das wirklich überhaupt nicht realisiert und ich war einfach verwirrt in meinem Leben, gerade in Bezug zu Gott. Ich habe ihn nicht verurteilt, aber ich habe es überhaupt nicht nachvollziehen können und verstehen können, warum Gott das zugelassen hat und was das für einen Sinn hat. Und dann habe ich das Thema Gott in meinem Leben erstmal pausiert. Ich habe ihn zur Seite gestellt und für mich selbst weitergelebt. Dann ging das Leben weiter. Es hat in unserer Familie ist dann sehr viel passiert. Es hat sich sehr viel sehr schnell geändert. Und dann im selben Jahr, im Sommer, bin ich dann für ein Auslandsjahr nach Irland gegangen. Dort brach das christliche Umfeld dann komplett weg. Und anfangs war das auch gar nicht besonders für mich. Das war einfach, ja, ich lebe jetzt mein Leben weiter. Und genau, dann mit der Zeit habe ich aber irgendwie immer mehr gemerkt, dass mir irgendetwas fehlt im Leben. Also das war nicht mehr so wie früher und irgendwas war anders. Und wenn ich dann manchmal abends im Bett lag und dann so ein bisschen reflektiert habe, was so das letzte halbe Jahr, das letzte Jahr überhaupt passiert ist, war das zum einen immer noch komplett surreal und überhaupt nicht greifbar. Aber ja, zum anderen, je mehr ich darüber nachgedacht habe, wie mein Vater während dieser Zeit damit umgegangen ist und wie selbstverständlich er über den Tod reden konnte, mit was für einer Ruhe und mit was für einem Frieden er durch diese Zeit gegangen ist, das war echt unmöglich und ohne die Kraft und Unterstützung von Gott wäre das wirklich unmöglich gewesen. Wie er sich darauf vorbereitet hat, wie er uns als Familie darauf vorbereitet hat, wie er vorgesorgt hat, das war echt unfassbar und auch die Gemeinde hier und Freunde und Familie, die Unterstützung und den Segen, den wir während der Zeit erleben durften, das war echt eine sehr intensive und eine sehr besondere Zeit. Und ja, in dieser Hinsicht war mein Vater mir das größte Vorbild und das größte Zeugnis. In dieser Zeit, gerade Richtung Ende, wo ich in Irland war, ist mir sehr bewusst geworden, was wir als Christen überhaupt für ein Privileg haben dürfen, nämlich, dass wir die Hoffnung haben, eines Tages ihn wiedersehen zu dürfen im Himmel. Und auch wenn ich Gottes Wege auf dieser Welt nicht immer nachvollziehen kann und verstehen kann, was das für einen Nutzen hat, wozu das gut ist, werde ich es spätestens im Himmel erfahren. Und diese Einstellung und diese Ansicht hat mir sehr bei der weiteren Verarbeitung geholfen. Und die Hoffnung auf ein Wiedersehen, das ist wirklich die größte Motivation in meinem Leben, die ich habe, die treibt mich wirklich und ist wirklich sehr, sehr wertvoll für mich. Ein Leben in der Nachfolge für mich bedeutet, dass ich Jesus mein Leben komplett abgebe, weil er seins bereits für mich abgegeben hat. Und genau, mit der Taufe möchte ich jetzt der sichtbaren und unsichtbaren Welt zeigen, dass ich zu Jesus gehöre und komplett mit ihm lebe. Und durch das Symbol der Taufe möchte ich zeigen, was in meinem Leben bereits passiert ist, nämlich, dass mein altes Leben vorbei ist und ich nun ein neues Leben mit Jesus führe. Genau. Avi, du hast selbst mit deinen 18 schon eben durch das Leid, das ihr in der Familie erlebt habt, bist du schon durch einige Tiefen hindurchgegangen. Und ich finde das so faszinierend und so schön von dir zu hören, dass gerade in dieser Zeit oder durch diese Zeit hindurch Gott trotzdem etwas Gutes in deinem Leben gemacht hat, dass er deinen Glauben gestärkt hat, auch gerade durch das Vorbild deines Vaters. Du hast auch noch eine andere Sache angesprochen, die ich sehr interessant finde. Als du nämlich in Irland warst, hast du gesagt, dass du brach das christliche Umfeld weg. Also du hattest da keine Gemeinde, wo du hingehst, deine Mutter war nicht greifbar für dich so direkt wie vorher im Alltag. Also die Christen um dich herum waren erstmal weg. Jetzt denken manche Leute, okay, ich führe so ein Livestream-Christentum, ich lebe irgendwo alleine als Christ, aber warum soll ich denn verbindlich in eine Gemeinde kommen? Warum brauche ich das christliche Umfeld für mich? Was würdest du da sagen? Warum ist dir das jetzt so wichtig geworden auf einmal?
Ja, also natürlich kann man dann anfangs erstmal sagen, okay, ich bin dann für mich und gucke die Livestreams und mache so auf die Art und Weise meinen Gottesdienst. Aber wenn man wirklich komplett auf sich alleine gestellt ist und man sich immer selber herausfordern muss, das weiter durchzuziehen, es geht anfangs vielleicht gut, aber auf Dauer wird das immer schwerer und irgendwann unmöglich. Und gerade diese Gemeinschaft unter Menschen, die man hat, dass man zusammen mit Leuten reden kann, dass man mit ihnen beten kann, dass sie einen unterstützen, auch ganz praktisch im Leben, das ist einfach extrem wertvoll und bindet einen auch so in diese Gemeinschaft mit ein. Und das ist wirklich extrem wichtig für das Glaubensleben. Ja, genau. Also ich wünsche es dir auch weiter, dass du das genau hier so bei uns erfährst, dass du es für andere sein kannst, auch diese Stütze und Hilfe, und dass wir da gemeinsam als Gemeinde diesen Weg gehen. Danke dir für dein Zeugnis. Kannst dich auch gerne setzen.